Guten Morgen, ihr lieben Leute. So, Tag 2 an der Bisslicher Insel und dem Versuch, heute endlich einzig und alleine den Seeadler zu fotografieren. Bleibt gespannt. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind die Ersten in der Hütte und haben somit die besten Chancen, endlich den Adler zu fotografieren, der sich hier rechts von mir befindet. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob wir diese Schießscharte nehmen oder die, wo der Klaus gerade schön Kormorane oder Haubentaucher fotografiert. Gänse fotografiert er. Das, was wir nicht wollten heute. Verrückt mit dem Typen, ne? Da sitzt da der Adler und ich mache Fotos und sage, der ist da oben im Baum und der packt sein 600er nicht um, den zu erwischen, weil oben die Schießscharte zu hoch für ihn war. Also, auf jeden Fall Erfolgserlebnis für heute. Der Adler ist gelandet. Ich kann ihn euch mal eben auf dem Display schnell, wenn ich die Kamera wieder anhabe, zeigen. Und zwar, Moment, schaut mal. Da ist er. Leider, die Bilder, die ich euch zeigen werde, sind natürlich mit meiner 200er Brennweite und dem Telekonverter von Klaus nicht so dolle, aber immerhin, ich habe ein Bild vom Seeadler. Ja. Ja, was soll ich sagen? Seit geraumer Zeit tut sich in dem Nest nichts mehr. Der eine Adler steht quasi oberhalb des Horstes und der andere sitzt im Nest. Und guck mal, der Klaus ist schon wieder hinter mir her. Ich bin Kamerakind auch. Ich muss mal prüfen, ob du das merkt man gar nicht in den Videos. Wie viele Gänse hast du fotografiert, Stefan? Wir reden gar nicht über Gänse. Klaus hat schon eine ganz andere Idee. Er will tatsächlich noch mal hierher kommen. Ich möchte auch woanders noch hin, aber da möchtest du ja nicht mit. Nee. Ich finde das hier sehr spannend. Ja, schau mal. Ja? Du sagst dir die Idee. Die Idee? Welche Idee von... Hast du gerade gesagt, warum will ich noch mal hier hinkommen? Warte, ob ich hier noch mal hinkomme? Ja, du möchtest ja gerne, wenn die brüten, ne? Wenn die nicht mehr brüten, wenn die quasi ihre Kindchen groß haben. Ja, schauen wir mal. Jetzt reißt auf jeden Fall gerade der Himmel auf und wir haben ein bisschen Licht. Und hoffen jetzt einfach mal, dass sie noch mal eine Runde drehen und vielleicht in unsere Richtung.
Ja, was soll ich sagen? Wir sitzen jetzt hier schon sehr lange, haben mittlerweile auch einen anderen Fotografen noch zu Gast. Und also was heißt zu Gast? Wir haben den nicht zu Gast. Der fotografiert hier auch natürlich. Ja, am Adlernest tut sich gerade gar nichts mehr. Der eine Adler steht immer noch quasi oben auf dem Ast oberhalb des Horstes und der andere sitzt auf dem Nest und bewegen sich nicht mehr. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. Durchgefroren, kalte Finger, kalte Füße. Der Himmel reißt gerade mal auf. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, wir sitzen noch eine Weile an und vielleicht gucken wir gleich mal, ob wir hier noch eine andere Position finden für eventuell andere Tierchen noch zu fotografieren. Bis später. Ja, ganz witzige Geschichte. Wir sind hier jetzt an Hütte 3 gelandet, gestrandet. Haben jetzt so die ganzen Spots hier nochmal so angelaufen und tatsächlich ist hier relativ wenig los. Aber hier, überraschenderweise, geht wieder was. Und vielleicht habe ich heute geschafft, auch den Storch mal wieder ein bisschen schöner zu fotografieren. Beim letzten Mal, das Bild hat mir gar nicht gefallen, ist sowieso für mich zu weit weg gewesen und die Lichtverhältnisse waren Mist. Heute steht ein bisschen Sonne, die gerade eben vorgelugt ist, am Himmel und hat das Nest ein bisschen angeleuchtet. Ich hoffe, es ist was geworden. Ansonsten war ganz witzig halt, dass hier eben ein Fan von Klaus, muss ich sagen, glaube, sein Kanal hat wesentlich mehr Reichweite wie meiner. Er hat einen Tipp bekommen von dem Zuschauer Detlef, ne? Detlef. Wegen des Adlers. Aber nicht schön. Und der wiederum hat uns erzählt, dass er hier vorgestern super Aufnahmen von dem gemacht hat, dass er relativ nah an die Hütte 2, wo wir eben standen, so 3 Stunden lang ihn fotografiert hat. Ja, wir hatten das Glück leider nicht, sondern nur ums Nest rum. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Aufnahmen zeigen, wenn sie denn was geworden sind. Ja, ansonsten machen wir hier jetzt noch ein paar Minuten und dann gehen wir weiter zum nächsten Loch.
ja, angekommen. Wir sind ja jetzt schon einige Stunden hier am Wasserloch. Ganz spannend, hier sind Kiebitze unterwegs und ich versuche die mal in der Luft zu fotografieren. Ganz schön fix die Biester, ich kenne die gar nicht oder kannte die so bisher noch nicht in der freien Natur. Und ja, seid mal gespannt, hier gibt es sogar so ein paar, ich sage nicht mehr Wasserbüffel, es sind Rinder domestiziert hier in diesem Gatter. Ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Ja, aber ganz nette Ecke hier, zwar direkt an der Straße, aber hier ist ordentlich was los. Ich drehe das Abschlussstatement mal hier aus dem Auto. Mit Klaus habe ich gerade auf der nassen Wiese gesessen, aber er hat mir dankenswerterweise sein Schaf geliehen, damit ich keinen nassen Popo bekam. Weil ich da auch Kumpel bin. Ja, er ist ein echter Kumpel. Es gibt nicht viel zu erzählen, außer dass es vermutlich, und ich hoffe, es wird euch nicht zu sehr langweilen, ein Teil 3 geben wird von dem Video, wenn ich dann eins mache. Immerhin werdet ihr heute den Adler vielleicht auf einem Bild gesehen haben. Allerdings vermutlich total matschig, weil er ist ums Nest rumgeflogen und erstaunlich, wie die Raben da diese Vögel runtermähen vom Himmel und die wieder in ihr Nest fliegen und dann Ruhe geben. Also es hat sich da nichts mehr bewegt auf uns zu. Ja, schade drum, aber ihr habt mit Sicherheit noch ein paar andere schöne Bilder gesehen, wie gerade eben waren wir ja noch an diesem Wasserloch und da gab es dann den Kiebitz, sagst du, ne? Ich weiß es nicht. Klaus sagt, es ist ein Kiebitz. Ich glaube das mal, ein sehr schöner Vogel. An der Stelle erstmal tschüss an alle. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis dahin. Tschüss. So, ich drehe dann meinen Abfluss. Guck mal, ich habe schon wieder so gesagt. Ich, ja, man kann auch anders wie anfangen, außer so, oder? Das stimmt, ich finde auch. Es gibt keinen besseren Satz anfangen. Was ich immer gerne mache, ist. Okay. Also,